Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir in Hyper-V oder Hyper-V hier auf USB-Geräte, ja wie Sticks, externe Festplatte und sonstige Plug-and-Play-Geräte oder auch auf die Host-Festplatten oder Partitionen zugreifen können. Das ist natürlich möglich. Allerdings ja, ist es ein bisschen anders wie beim Virtual PC. Oder beispielsweise hier in VMware Workstation, ja, hier haben wir unter Einstellungen, genau, ein USB-Controller, ja, genau, das haben wir in Hyper-V hier nicht, ja, und genau, wie wir das jetzt hier machen, das geht natürlich auch ganz einfach, und zwar bevor wir uns hier verbinden mit der Remote bzw. virtuelle Maschine, bekommen wir dieses Fenster hier mit ein paar Optionen. Hier gehen wir auf Optionen anzeigen, auf dem Tab lokale Ressourcen anklicken, und hier haben wir unsere lokale Geräte und Ressourcen, einfach auf mehr klicken, und schon haben wir hier die Möglichkeit, das sind jetzt beispielsweise hier die Festplatten und Partitionen von der Hostmaschine, das ist ein USB-Stick. Und wir können jetzt hier auch Laufwerke, die später angeschlossen werden, beziehungsweise weitere Unterstützer-Plug-and-Play-Geräte hier markieren, die wir auch dann eben später anschließen. Ja, einfach auf OK, mit OK bestätigen und dann verbinden. Und schon werden diese durchgereicht, ja, an der Remote, beziehungsweise virtuelle Maschine hier. Zack, wenn wir uns jetzt hier anmelden, dann okay, haben wir unsere ja, USB-Devices oder Festplatten oder was auch immer wir da durchreichen wollen. Gilt genauso übrigens, ja, ist das gleiche im Prinzip für RDP hier. Einfach auf lokale Ressourcen, weitere und hier einfach alles auswählen, was wir brauchen hier, was durchgereicht werden soll. Genau, jetzt sind wir verbunden hier, und wenn wir jetzt unter diese PC hier bzw. Arbeitsplatz gehen, dann haben wir unsere ganzen Festplatten hier, ob externe oder von der Hostmaschine. Das ist jetzt, denke ich, mein USB-Stick, genau. Ja, genau. So einfach geht das. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen und dass die Frage eben beantwortet ist. Wenn ihr ja weitere Fragen habt oder Anregungen, einfach einen Kommentar hinterlassen, abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.